Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Willkommen zurück zu meiner Fernwendigkeit. Wir machen jetzt mal eine Runde weiter mit Uncharted 2 Among the Thieves, den zweiten Teil. Einer wunderbaren, schönen Serie, würde ich sagen. Ja, und ohne großes Gelaber legen wir auch gleich los. Und zwar Kapitel. Wir machen Kapitel 1. Spiele ich jetzt gerade nochmal. Kampagne Speedrun Training. Ah ja. Es gibt mehrere Kapitel. Ich fange mit dem ersten an. Uncharted 2 habe ich schon angefangen zu streamen. Ich würde sagen, ich kam ab der Hälfte des Games und dann habe ich aufgehört gehabt, weil die Game Capture Card Mist war. Jetzt mit der besseren müsste es eigentlich klappen. Und würde ich sagen, legen wir einfach mal los, ne? Ja, mal schauen, einfach mal kommen. Geht mich echt übel an. Ja, fängt schon echt bitter an. Das ganze Game. Ich glaube, da müssen wir nicht. Ich glaube, andere Seite. Oh shit. Ja, Drake sieht etwas ungesund aus, würde ich meinen. Out. Alter, ist der im Arsch, Junge. Ich glaube, der Zug hat auch schon bessere Tore hinter sich. Das war schnell so. Oh shit. Lauf, 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 lauf.
Rippzug? Hoffentlich ist da unter kein Dorf. Wir müssen gerade in die RSDF-Movies denken, so. I like trains. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich habe einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich aus. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Ah ja. Chloe ist eine der besten Frauen im Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, ihr arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Oha. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen. Voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff. Und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen. Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo 13 hat was Schampe. In der Lampe Schlappen. Ein 13 Hinweis, Schiffe. Wo seine Flotte geblieben ist. Sölle. Kann nicht mehr reden. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass Keine dich Frage. War doch sonst. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Was soll schon schiefgehen? Naja, der Zug. Was soll schon schiefgehen? So viel dazu. Eieiei, du. Hoffentlich hält der Baum stand, du. Oh!
Eieiei, du. Dass Drake immer mehr von Glück als Verstand hat, ne? Oh, Waffe, sehr praktisch. Und jetzt? Ach so. Okay. Verschlossen. War ja klar. Ehe wir da einen Schlüssel finden, machen wir lieber einfacher. Oha. Dieses Karma. Dieses Karma. Das ist ja im Eimer. Wie man auch so klettern kann, wenn man so im Arsch ist, ne? Und Ali, hopp! Ach, da oben kann man raus. Ich hab auch über nachzudenken, wann man hochklettern kann, weißt du? Nee, erstmal schießen. Erstmal schießen, dann kann man so. So wird's dir mal schafft. Ach, gerüttelt, die geschürt. Gerüttelt, nicht geschüttelt. Geschüttelt, nicht gerührt, was ich finde. Ey, Junge, irgendwie hat meine Zunge einen Knoten oder so, wa? Was ist denn mit Energie drinne? Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt. Meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch. Suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Mein Gott, ist das eine Snitch. Man kann sagen, was man will, aber ich finde Elena trotzdem besser. Oder Elena. Ich sag lieber Elena statt Elena. Elena klingt wie Helena. Und die heißt mit Nachnamen Fischer. Ich muss immer an Helene Fischer denken, das ist schlimm. Hier raus. Aha.
Okay, du willst auch? Endstation. Bitte alles aussteigen. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswärter. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, wenn das mal gut geht. Packen wir es an. Na, wenn das mal gut geht. Nachtigall gehört tapsen. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Ach, Drake, lass die Finger von der. Der taugt nix. Ich sag's dir leider, der wird nix. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Wo müssen wir jetzt lang? Ach, da oben. Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Hey Loki, vielen Dank für dein Hosting. Und einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Wie geht's dir stets? Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Kannst du mal da runter irgendwie? Jetzt. Du bist salty. Wieso was passiert? Erzähl mal. Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Oh, das war bitter sowas. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Nee, das ist immer eklig. Das hat mich fast letztens wie im Stream mit Gothic 1, ey. Fast das gleiche. Da spielt man wirklich mehrere Stunden Spiel. Und dann crasht die Scheiße, macht alle deine Spielstände im Arsch und dann, ja, das war's gewesen an dem Punkt. Es ist immer so ärgerlich, sowas. Los geht's. Ja. Danke.
Das Schlimme ist, da kann einem so viel vergehen bei sowas. Wenn es einmal passiert, dann spielst du das Spiel wahrscheinlich nie wieder mehr. Das habe ich bei so vielen Spielen schon gehabt. Also nie wieder nicht mehr, aber dann spielst du auch für die nächsten Jahre jedenfalls nicht mehr. Ohne Fleiß kein Preis. Auf geht. Nee, ist mal schade sowas. Alles klar. Vorhin das Ding ist, man weiß dann, okay, manche spielen so, okay, legst du mir ihre Spielstände an, dann, wenn es crasht, sag ich mal, hast du immer noch einen Ersatzspielstand, der nicht so weit zurückgeworfen ist. Und trotzdem bringt das teilweise trotzdem nichts, ne? Also. Da kannst du schon machen, was du willst. Greif mal die Leiter da oben. Okay. Ja, wenn man, sag ich mal, jedes Mal ein und dieselbe Klasse spielt, wie ich bei Gothic, sag ich mal, mit Krieger. Wenn man plötzlich mal eine andere Klasse spielt, die gänzlich anders ist, dann ist das schon auf jeden Fall sehr ungewohnt. Bei Gothic war es ja auch mit Magier nicht anders so. Ich habe noch nie einen Magier-Run gehabt bei Gothic, kein Gothic. Okay. Und ich muss mich auch übelst ungewöhnen dran, ne? Es war nicht schlecht, aber es war halt ungewöhnlich, ne? Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Gut. Obwohl ich zugeben muss, ich habe noch nie einen Dragon Age gespielt gehabt. Es wurde mir öfter mal empfohlen, aber ich habe es nie gespielt, muss ich zugeben. Vielleicht hole ich es auch mal nach. Ich meine, es ist von den Entwicklern von sagt schon hier, von Mass Effect und Mass Effect ist auch schon ziemlich geil, ne? Ah, okay. Und das jetzt, ja? Okay. Hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Der und seine alten Zeiten jedes Mal, ne? Und falls sich jetzt der ein oder andere da draußen wundert, hä, der Take Master, der spielt da Uncharted 2, hat er nochmal neu angefangen? Ja, ich spiele tatsächlich Uncharted 2 nochmal neu. Ich habe erzählt gehabt, durch die neue Game Capture Card möchte ich die Uncharted 3 mal Let's Played haben. Und deswegen bin ich tatsächlich mit YouTube ein und Let's Play das auch gleichzeitig. Abgeschlossen. Ah, okay. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht da. Oh, klasse. Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. Da hinten. Dragon Age kam für Konsole raus? Stimmt, für die alte Xbox, glaube ich, wa? Also nicht für die 360, sondern für die ganz alte Xbox, für die fette. Die Xbox 1, Xbox One, sorry, die Xbox Classic, wie sie jetzt heißt. Haben wir jetzt auch jedes Mal anders, die alte Konsole, ne? Mist. Den nehme ich. Berserkerhund, okay. Klingt das jetzt hier auf alle Fälle. Da ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, ja, wie, so eine Perle, die ja alle lieben. Hier zum Beispiel Star Wars Knights of the Old Republic. Also nicht das Old Republic hier MMO-Spiel, also MMORPG, sondern das andere hier, Knights of the Old Republic, war ja auch übelst beliebt gewesen. Habe ich auch nie gespielt, ne? Ich meine, ich mag Star Wars-Universum und ich mag auch Star Wars-Spiele, aber ich habe das tatsächlich nie gespielt gehabt und es wurde mir auch so oft gesagt, ich habe was verpasst im Leben. Aua. Wir müssen auf den Balkon da.
Wir können auch das Tor klettern. Okay. Ja, vielleicht werde ich auch mal ein Dragon Age spielen. Mal schauen. Natürlich auch wieder gleich vom ersten Teil an. Man kennt mich, wenn ich was streame oder spiele, dann immer gleich vom ersten an. Mist. Ich mag das in Harvey. Liebschaften, ja, für das Bayer wäre auch bekannt. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo du keine Liebschaften haben kannst von BioWare, sag ich mal. Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Mist. Ich wusste schon, was du meintest. Gott, war der kurzsichtige Typ, ey. Träum was Schönes. Träum was Schönes. Vor allem, wir machen das hier gerade, ohne dass wir jemanden umbringen. Aber hier jemanden halb erwürgen, weißt du? So schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Übernimmst du das? Also auch da so ein Game, sag ich mal, dass alles, was du tust, Auswirkungen hat. Sprich, es könnte dich mögen, hassen, lieben. Je nachdem, wie deine Handlungen sind, sag ich mal. Aber das finde ich cool, sowas, ganz ehrlich. Gibt's ja in vielen Spielen viel zu selten. Und sagen wir mal so, es gibt häufiger Videospielen, aber weniger mit großen Auswirkungen. Zum Beispiel, ja. Bei BioWare ist es ja immer krass, wenn dich jemand wirklich hasst, der macht dir auch, bei den Games jedenfalls, wenn dich jemand hasst, der macht dir wirklich nichts für dich oder will dich sogar umbringen. Ne? Das ist bei anderen Spielen wiederum anders. Da kann ich jemand nicht leiden und hilft trotzdem, einfach weil das storybedingt ist. Und das finde ich von BioWare mal cool, dass es auch sogar Auswirkungen hat. Weil ein Teammitglied könnte eventuell sterben. Das ist krass. Ja, finde ich cool sowas. Ja, vielleicht spiele ich es auch mal. Mal schauen. Okay. Ich glaube, den ersten Teil dürfte ich sogar haben. Bei Origin. Los, hast du's? In Dragon Age Origins. Schnell. Okay, okay. Los. Beeilung. Moment. Moment. Ich stelle mir jedes Mal vor, wie irgendjemand versehentlich die Finger sich einklemmt bei den Dinger. Jetzt, wenn ich diese Szene denke, ich mir irgendjemand wie Flynn oder Draggy Finger bekämpft werden dabei. Ja, leider kam ja Dragon Age Inquisition nicht gut an. Hab ich mal gehört. Das Kampfsystem auch viel zu dynamisch geworden ist und viel zu actionreich geworden ist. Mochten wohl einige nicht. Transfer olmamış mıydı? Flynn? Ja, du. Rennt da nicht rum.
Gebrochen. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Ja, das ist ja wie mit Mass Effect, ne? Andromeda. Auch das haben viele verhasst und verflucht. Aber in vielen Berichten lese ich immer noch, das Spiel ist gut. Sie haben es verbessert mit ihren Bugfixes und die Animation wurden noch besser. Aber bis dahin war der Hass schon groß genug gewesen, dass es keiner mehr dem Spiel eine Chance geben wollte. Naja. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Bu kutular ya, bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Mist. Ah, scheiße. Die Reichweite ist lausig, ne? Und ich schieße natürlich trotzdem dahin, ne? Guckt der gerade hin? Irgendwie ist das Assi, dass der da rumhängt. Das gefällt mir gar nicht. Reicht die jetzt die Reichweite? Nee. Jetzt. Wir müssen zu dem Weg rauf. Uncharted war eigentlich eine riesig gute Spielereihe gewesen zu PS3-Zeiten. Und eigentlich sehr, sehr beliebt und bekannt. Wundert mich, dass du es nicht kennst. Ja, das wird gehen. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Ein Pferd? Ah ja. Wie in der Kutsche oder was? Über die Balken kommen wir aufs Dach. Wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Noch Enterhaken. Ja. Ja, Uncharted war eigentlich eine riesige Spielserie zu PS3-Zeiten, oder generell von Sony eine Riesenreihe. Ich staune. Ja, das sollte man zwangsläufig nicht mehr machen. Ey! Ein Sabbeljunge. Ich muss dazu sagen, bei vielen Games höre ich auch dicht, wie Fortnite und bla bla bla. Sind aber auch Schrottspiele. Aber generell muss ich dazu sagen, es gibt Sachen, die auch zu Recht gehypt sind. Nicht allzu häufig, klar, aber es gibt sie. Und ich muss sagen, Uncharted ist schon wirklich zu Recht gehypt. Es ist wirklich eine tolle Spielserie, ein tolles Abenteuer, sag ich mal. Also wer Games wie Lara Croft mag, also generell Tomb Raider, mit lustigem Humor und Stil von Indiana Jones-like, der kommt mit Uncharted voll zu den Kosten. Und da ich das nun wirklich wahrlich mag, passt das schon, ne? Und ich mag klettern. Hoppa, Shit. Kürz den ganzen Scheiß einfach ab, ich rede einfach hier rüber, das ist gut. So. Verlierst der Lachs. Geht doch so. Dying Light wäre auf alle Fälle so eine Option, die man mal streamen könnte. Auch eine geile Spielereihe. Also Spielereihe, also Spiel.
Spielerei, wenn man das mit Dead Island vergleicht. Oder wenn man Dead Island mit aufzählt. Ah, ist auch eine geile Spielserie auf alle Fälle. Müsste man auch mal zocken. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Oh ja. Da freue ich mich auch schon mega drauf, bin mega neugierig. Also, was ich bisher gesehen habe. Eins plus mit Sternchen. Oh shit. Hab dich. Ja. Hab dich. Du hast zugenommen, Mann. Mann, das war knapp. Okay, keine Donuts mehr für dich. Ah, der Enterhaken kommt wieder ran. Okay, das schaffe ich. Ja. Nochmal, du bist oben. Oh ja, das ist auch so mega interessant. Es wird zwar kein Final Fantasy 7 mehr, wie man es von damals kennt, aber es wird auch mega interessant. Hinter dir. Wie immer. Es hat ein bisschen Gameplay-Ähnlichkeiten mit Kingdom Hearts, wie ich finde, was ich immer nicht schlecht finde. Kingdom Hearts ist auch so eine Spielerei, die mich auch sehr interessiert. Also, das heißt interessiert, ich kenne ja Kingdom Hearts 1 bis, schieß mich tot, also eigentlich alle. Außer den dritten Teil, habe ich mal zwar gekauft gehabt für PS4, aber die gespielt wirklich. Kingdom Hearts ist auch so eine Rollenspielreihe, die ich auf alle Fälle mal streamen werde. Da habe ich auch eigentlich alle. Was heißt eigentlich, ich habe alle. Also das ist DLC für den dritten Teil gerade. Aber Kingdom Hearts wird auch definitiv diesen Kanal mal folgen, eines Tages. Wird auch eine Riesenserie. Ach, da habe ich übelst Bock drauf. Vielleicht nach der Uncharted 3, wäre auch mal eine Möglichkeit. Mit dem Game Capture Card kein Problem auf alle Fälle. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin und bleib einfach mal ein Final Fantasy Fan der alten Schule, sag ich mal. Dieses Rundenbesitzer-Rollenspielsystem fand ich einfach nur mega. Ich finde schade, dass es davon gar nichts nur noch jetzt, sag ich mal, Indie-Projekte gibt, die sowas machen. Okay. Klingt wieder vielversprechend. Ja, ich bin auch mega neugierig auf alle Fälle. Fast geschafft. Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Reichweite. Nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Genau. Ach, braves Mädchen. So viel dazu. Oder oh, ja. Komm, Mietzi. Okay, alles klar. Ladies first. Nett. Auf geht's. Und da ist die Alarmanlage. Okay. Die ist so eingestellt. Ist auf alle Fälle notiert hier oben. Müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voilà. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Jo. Mist. Das ist die Untertreibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal.
Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Wow. Lass sehen. Eine Karte. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das grenzt es ein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Shintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Shintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Oha. Mist. Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Ach, Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Tja, wenn Freunde Verräter werden. Ach du Scheiße. Oh. Verdammt, Flynn. Herr Magic ist der Kapitän. Oh. Nein. Scheiße, das war's. Taser, Alter. Okay. Denk nach, Nate, denk nach. Ab in Gulli. Hier geht's lang. Abrenne die Glocke. Ja, hier lang. Konzentrier dich. Okay, es wird spannend. Oh, weia, oh, weia. Immer schön rollen, in Bewegung bleiben. Ich war einfach easy weggetreten, das Ding ist aus Schaumstoff. Ja, Moment, der 2 Kilo einfach mal weggetreten kann, leg mal Drakes Waden sehen, du. Das ist ein Rennradfahrer, ein Scheißdreck gegen, du. Ja, RIP. Venedig? Venedig? Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sieh's ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich? Hä? Hey, hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft's, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Yeah. Hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Oh, nee. Hallo, Nate. Oh, nee. Nein. Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht. Aber egal. Oh, Gott.
Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich habe meinen eigenen Eimer. In der letzten Zelle gab es einen für 8. Herzlich, Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Tja, Leute, damit geht's wieder los. Er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Cowboy. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den sie kennen. Und jemand, dem sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte, da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Ah, ja. Teufel, ja. Was für eine Frage. Eben, Sully ist immer dabei. Immer da, wo es zu holen gibt. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. No, mit sie pennt voll süß. Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Napalm, Baby, Napalm. Ich liebe Napalm am Morgen. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay, die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Die werden sich wundern. Sei vorsichtig. Lazarevich Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Na, behalt die Wachen im Auge. Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Ah ja. Hey. Oh shit. Da vorne. Sie dürfen euch nicht sehen. Die machen wir fertig. Ganz leise. Müsste ich die anderen noch umdrehen, das schaffen wir das. Schau nicht hierher, schau nicht hierher, schau nicht hierher. Jetzt. Au! Autsch. Schön auf den Kirchhof geprügelt. Oh, bis dann. Autsch. Ich hasse diesen Lord. Ich hab schon Schwimm heute. Wenn Lazarevich dich so jammern hört. Ich kann wieder schön leise sein. Sieht er mich da oben? Jetzt nicht, komm.
Bam! Richtig. Genau, der schläft nur. Oh! Gut, dass er kurzsichtig ist. Hat der Lampe umgeschmissen? Was zur Hölle? Jetzt aber schnell da hoch. Ja, komm. Eindringling! Hände hoch! Oh, wie wär's damit? So viel zum Thema leise. Ja, die Parodie kenne ich der Sache und in gewisser Art und Weise stimmt es sogar, aber Batman tötet wirklich niemanden. Nur wir töten alles. Aber das ist auch so wie so manche Shonen-Jump-Animes, war. Da töten die Helden auch niemanden. Die hauen sie alle nur K.O. bis sie wirklich besiegt sind, dann ist Feierabend. Ich meine, die sind ja auch für Kinder gedacht, deswegen. Das wird dir wehtun. Das erste Lager sollte jetzt vor euch sein. Dort gibt es 4 weitere Sprengladungen, aber die Luft sollte wirklich rein sein, bevor ihr sie scharf macht. Na, scharf machen kennt mir das aus, Mann. Mädel. Das Lager. Natürlich. Im Wald müssen Tom und Jerry ab 18 sein, ohne Scheiß. Armer Tom. Oh, yo. Ich glaube, ich werde hier sterben. Frag mich nicht, warum. Nein! Da einfach blindlings reinstimmen war dämlich. Okay, der kommt zu mir. Der ist da oben lang gelaufen. Dürfte aber kein Problem machen. Komm, komm, komm. Aua. Aha. Nö, dass der da oben rumhockt, ist das nicht so geil. Na komm. Ist das kein Benzinfass? Oh! Oh, die Kühlbox, genau. Was ist denn eine Kühlbox? Kühlflüssigkeit. Oh Gott, mein Aim. Verdammt, die scheiß Sprossen. Okay, wir müssen den Sprengstoff finden und den scharf machen. Hier oder was?
Dann schauen wir mal auf alle Fälle nach, wo dieser Sprengstoff sein soll. Wir müssen noch 3 Ladungen scharf machen. Gibt's noch ein bisschen Muni? Ja, geil. Sauber. Es sind noch 2 übrig. Ach, das ganze Game ist gut gemacht, ne? Dass halt wirklich mehrere Möglichkeiten hast, die du hier machen kannst, sag ich mal, um... Auf mit dem Quatsch. Wir haben noch nicht alle Ladungen scharf gemacht. Generell, die Abwechslung in diesem Spiel ist sehr krass. Okay, im Sinne von, du kannst hier klettern, ballern, schleichen. Das finde ich geil, ne? Und du hast mehrere Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. Du kannst da lang klettern. Das finde ich ganz cool gemacht. Das ganze Game ist einfach Wahnsinn. Die ganze Reihe eigentlich. Okay, das war's. Dass ihr Mr. Lazarevich einen Besuch habt. Das ist einer dieser Titel, wo ich immer sage, schade, dass diese Spiele nie für PC rauskamen. Aber was nicht ist, kann auch werden. Denn wenn man bedenkt, dass Crash Bandicoot, also das Spiel ist ja von den Crash Bandicoot-Machern von Naughty Dog. Und wenn man bedenkt, dass die Crash Bandicoot-Reihe später für PC und sogar für Xbox rauskam, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Spiel eines Tages vielleicht sogar doch mal für PC rauskommt. Aber abwarten. Komm her, ich helfe dir hoch. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Und auch der Humor ist... Danke. Auch der Humor ist gut gelungen. Die Charaktere sind gut getroffen. Das ist schon geil. Du lieber Himmel, was für ein Tsunami-Spiel. Und die Grafik ist halt zeitlos. Ich finde, das Spiel sieht immer gut aus. Runter. Mist, die Pumpe ist schon wieder. Das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind's nicht. Worauf halten wir die? Schaffen wir? Ich weiß nicht, Sally. Vielleicht. Oha! Oh, der will Stress. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Sally? Ist doch frivol, Kleiner. Los, an die Arbeit. Ich muss gerade ein bisschen an... Du mit frivol? Ich muss gerade ein bisschen an Bud Spencer, Terence Hill denken, ne? Wenn wir dem Schlauch folgen. Immer stur dem Schlauch nach. So wie in Montreal, hä? Huh? Das wirst du niemals vergessen, was? So. Da muss das Lager sein. Schlauch gefunden. Okay, alles klar. Warte, nur eine Sekunde. Monate ohne Fund. Ja, Moment mal, aber wir haben doch... Bud Spencer war auch besser. Definitiv. Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Na, wie auf Arbeit. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Wird bald. Sucht alles ab. Na los. Okay, auf geht's. Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. Okay. Mein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Das ist kein Problem. Showtime. Knack. Es war's genickt durch. Der zahlt nicht genug für diesen Mist. Klappe, okay? Dein Gejammer nervt.
Richtig. So. Können wir nicht wieder so ein bisschen lang schleichen? Nach guter alter Metal Gear Manier. Sieht er mich da hinten, wenn ich jetzt hier so durchrenne? Oder ist da hinten noch einer? Dreh dich bloß nicht um, Alter. Einen wunderschönen guten Abend gewünscht, Sinsel Warrior. Wie geht's dir stets? Okay. Ich weiß nicht. Wenn ich den ausschalte, wird der mich sehen. Wenn ich ihn ausschalte, sieht der mich. Es ist egal, was ich gerade tue. Ich glaube, es ist, ja. Bisschen Cholera und Pest-like. Ach, mir geht's prima. Wunderbares Wochenende gehabt. Junge, gut, dass der auf dem linken Auge blind ist. Langsam, langsam. Easy. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sally. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. So ein bisschen, ne? Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja, ja, ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ach, ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich stammen? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Oha. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Anna? Wie praktisch. Von links? Machen wir. In Deckung. Granate. Achtung. Granate, Leute. Da kommen mehr. Die Granaten aus, verdammt. Oh, er hat auch Granaten!
Aber ich liebe es in Videospielen, wenn die Charaktere wegfliegen, die Granaten. Ich finde das immer so göttlich. Kleiner Kopf. Die kommt von der Seite. Welche Seite? Lass Sally in Ruhe. Ich komme, Sally. Los geht's. Da sind zu viele für mich, Kleiner. Kraut ist auf dem Weg. Wir haben Verstärkung geschickt. Nur fliegen ist schöner. Ich werde dir von hier aus helfen. Okay. Das wäre ein lustiger Sport auf alle Fälle. Das wäre so die erste Sportart, die ich sogar angucken würde. Gib mir deinen Kopf. Oh, was machst du denn da? Flankieren hier oder was? Gott, muss die KI so schlau sein? Ja, er da oben, Junge! Gott! Ja, erstmal da rankommen! Gibt noch ein paar Typen. Okay, ich helfe Sally. Oh, schnell, 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 schnell. Die erste, Junge. Ulala. Heftig, heftig. Zum Glück ist der Turm so geil eingestürzt, dass ich hier prima rüberkomme. Alles physikalische Berechnung. Hier entlang. Wenn ich die Granate hier hinschmeiße, wird die Druckwelle den Turm an den und den Wänden zum Einschuss bringen, was zur Folge hat, den Baum umknicken zu können, um einen Steg zu bekommen oder eine Brücke zu bekommen, diese dann zu nutzen, um auf höher gelegene Ebenen zu gelangen. Nathan Drake, Abenteuer- und Physik-Spezialist. Oder Physikprofessor. Oh, Sally. Sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Ach, du schon wieder. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück. Schon so ein bisschen, wa? Sollen wir reingehen? Naja, auf alle Fälle, ne? Ich meine. Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle sau. Die Pest vielleicht? Wir haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Oh, vielleicht hat die einfach zu viel Süßkram an Bord gehabt. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Schock. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Ich
Der kann auch passieren, schätze ich mal. Sally, ich brauche Licht. Oh. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Wamp. Hier gab es einen Massaker. Okay, finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Meinst du wirklich, es ist Blut und sie haben nicht irgendwelche schmutzigen Sachen getrieben hier? Weiß ich, Fahrzeug ist immer so eine Sache, ne? Rambo, genau, ey. Was ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Irgendwie habe ich hier gerade die Spur verloren. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Jetzt stürzt die ganze Höhle ein. Wo war da tragende Wand? Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinn ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach, was nicht. Lass die Schauergeschichten. Seht doch nur. Was Marco, haben wir denn Polo. Hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Ein Opferdolch. Damit meistert man Hindernisse. Ach so? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält. Um alle Hindernisse das ist doch mal ein geiler Flaschenöffner auf alle Fälle, Alter. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht. Warte mal, ich hab das Ding noch irgendwo schon mal woanders gesehen. Halt, stopp, Orion oder anderen, Spielzeugläden. Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Hier, Chloe, schenke ich dir. Zwischen Großindien und der Provinz für den Manikan liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine. Den geheimen Weg nach Shambhala. Oh. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay. Das Ding wohl. Gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay. Bis dann. Hau rein, Bro. Auf geht's. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Hilf mir mal, Nate! Oh, verdammt nochmal. Komm! Harry! Hier drin! Los, die Liste, es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja einen Blick bei dem Sei still, Sally. War ja klar, dass du kommst. Und du?
Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Tja. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los. Also ganz ehrlich, ne? Ich meine, auch wenn er in Chloe verknallt ist und Elena trotzdem besser als Hust, aber irgendwann würde mich kein Körper dieser Welt mehr bezirzen können, die Alte nochmal vertrauen zu können, ganz ehrlich. Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns Nein. kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Tja. Ja, genau dein Typ. Ich will trotzdem nicht mehr drogen, ganz ehrlich. Sie haben uns entdeckt! Los, lauf! Okay, okay, Bruder muss los! Hau ab! Einer weniger! Vorsicht! Danke für die Warnung! Hey, ist auf mit dem Licht! Hoch, los geht's! Lady, komm, immer wieder hoch. Mitzi, du bist irgendwie anhänglich. Machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht den Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fang ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Die beiden, Alter. Scheiße! Mist. Du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Tempel zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Oha. Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Oh
Oh shit. Okay, jetzt müssen wir laufen und schießen. Oh! Junge, ist der LKW aus Watte? Oh, keine Muni mehr. Oh, yo. Also, wenn man so einen gut gepanzerten LKW mit ein paar AK-Schüssen und ein bisschen Pistole so zerstimulieren kann, dann sind die Fahrzeuge in Nepal nicht sehr stabil gebaut. Will man dazu? Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Sucht ihn! Mist. Aber, ganz ehrlich, wie wertvoll kann dieser Shit der Manistein sein, wenn man einen Krieg beginnt? Also, holy shit. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Schießt auf die Leute! Das war der Schulbus, lol. Wo liegt der Muni? Da. Die geben wir uns. Nick. Köpfe runter! Okay, jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Klingt schon mal sehr einfach. Jedenfalls einfacher, als es bestimmt weit ist. Okay. Da gehe ich wohl besser nicht lang. Ne. Ich glaube, muss sie hier oben hoch. Ich habe damals Stunden gesucht für die Scheiße, ne? Das sind so eine Kleinigkeit, ich weiß nicht mehr alles vom Game, aber es sind so eine Kleinigkeit, die merkt man sich einfach mal. Ne? Man stundenlang irgendwo investiert hat, für nichts und wieder nichts. Okay. Toll eingepackt. Jo, würde ich auch meinen. Okay, mit so einem Hype möchte ich mich nicht anlegen. Rennt die Straßen! Eine Pistole ist viel besser. Oh ja. Loot. Die beiden haben wir ausgeschaltet. Jetzt ist da oben noch ein Typ und da noch zwei.
Lisa. Hast du nicht. Kommt der jetzt hoch? Oh shit. Nee, da war nichts, genau. Oh shit. Ich baue es nicht, ich habe einen richtigen Zeitplan. Oh ja, komm da, Alter. Oh moin. Jetzt gibt's was auf die Birne. Nein, Melaka! Wollte gerade sagen, ich habe jetzt meine Knarre weggeschmissen, oder? Was? Oh, yo! Alles klar. Ist das ein Problem? Aber wohin soll ich denn? Muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Naja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Ah, ja. Ja, hallo. Und das ist also der Schlüssel. Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah. Ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazarevich nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe... Alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ah ja. Gut, ja, okay. Ist eine gute Idee. Na dann komm. Jupp. Jupp. Drake, 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 Alter. Hat auch nur eins im Schädel, ne? Das bringt nichts. Sie ist verschlossen. Warte hier, ich suche einen anderen Weg. Einfach die Werbeplakaten hoch, dafür sind die Dinger immer nützlich. Sonst guckt der Eckhörnchen hoch. Tja. Tja, irgendwann hat sie wahrscheinlich ihre Handtasche ausgetauscht gegen den Raketenwerfer. Hey, steht hier auch, keine Frage. Ich kann von dir das Hotel sehen. Ja, ich weiß, sind fast da. Okay, so wird das nichts. Geschafft. Ah.
Naja, hab ja auch gerade einiges platt gemacht gehabt und die lassen alle Waffen fallen. Ah, wo sind die Leichen hin? Wir haben sie im Zehnwechsel schon die Leichenräumer reingeschafft. Die ganzen Leichen beseitigen sollen. Bevor diese Kasse Zähne im Kasten ist. Nächste Zähne einer Katze ist, ah ja. Ich meine, zum Glück ist Nathan Drake so ein Zirkusartist. Ich meine, stell dich mal vor, die würden uns so einen Uli reinschieben, aller, der irgendwie 150 Kilo wiegt. Ja, mach mal die Zähne. Oder er ist wirklich irgendwie so drauf, weißt du, so und klettert so von Dach zu Dach. Ich meine, holy shit. Der würde schon längst aufgeben, der Typ. Mist. Wo ist der hingeflogen? Apropos. Nur fliegen ist schöner, ne? Haben wir sagen lassen. Okay. Einsatzschild. Durchsuch das Gebiet. Okay. Wo ist er denn? Ich hab die ja voll vergessen gerade, ne? Nate, mach die Tür auf! Mach ich, Schätzchen. Mit dem Einsatzschild, komm. Hey, Schätzchen. Ist sie gerade durch die Tür gegangen? Ah, ja. Ich hab mir tot gedacht gehabt, weißt du, stell dir mal vor, Drake wäre jetzt in der Szene gestorben, sag ich mal. Denkt, Drake hat alle drin gekillt und brüllt dann so rum: Drake, machst du nicht mal die Tür auf? Und die ganzen Soldaten so: Drake, blöd, wer ist das? Verkackt. Oh Mann, viel zu schön, um sich draufzusetzen. Na bitte, sag nicht, ich würde nichts für dich tun. Mit so einem Kompliment kriegt man also die Frauen rum. Ah ja. Wenn du eine schöne Dame sagst, so weißt du, hey, junges Fräulein, setzen Sie sich doch. Ach nee, lieber nicht. Ist viel zu schön, drauf zu sitzen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich bin ja kein Flirt-Experte, ne, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Frau, komm, hier lang. Anzieht, so ein Satz. Aber, was weiß ich schon von Frauen? Los. Okay. Viel zu schön, um sich drauf zu setzen. Ah ja. Gute Manieren, was? Glaub mir, die kommen nie aus der Mode. Dafür ist also ein Gesicht da, verstehe. Sieht nicht so aus, als liefe es gut für den Widerstand. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprenge ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern.
Aber mach es leise. Ach so, leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Oha. Bitte schön. Jo. Okay. Ist ja so einfach, ne? Klo, geh mal da weg. Pyromanen, Alter. Noch mehr von denen. Also wie auch immer, der ist gerade ziemlich assi, der ganze Weg hier. Was? Hau ab, Junge. Los, Chloe, machen fertig. Oh, na bitte. Oh, Mist. Oh, Mist. Ah ja. Oh mein Schild! Jetzt kommen doch noch welche an, ach ne, ey! Ich hasse Dreischussgewehre. Oh, sie hat einen geilen Zoom. Chloe, schieß! Ah ja! Chloe! Ach, Gil, aus Invader Sim. Boah, das waren auch Zeiten. Ja, ich glaube, das war der letzte. Das war eine tolle Serie. Schade, dass die nie weitergeführt wurde in Deutschland. Ey. Hilf mir mal hoch. Geschafft. Ja, Hunde können manchmal so dämlich sein, trotzdem so süß natürlich sein. Ach, Hunde ist auch schon was Feines. Okay, sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Wirklich clever. Okay, bin drin. So, jetzt im Motel. Oh Mist.
Der ist breit. Oh, yo. Die Leiche gerade durch den Fahrstuhl. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nate, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das. Na, das war einfach nur eine Überlebensmaßnahme für deine Frau, sonst, ja. Wäre sie vielleicht gestorben, man weiß nicht. Schon, Abenteuer, wie nennt man das nochmal? Abenteueralltag, ne? Also, schon. Bist du bitte drin, ne? Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Oh, kleine Fahrschein und Tortot 1. Also meine Freundin hat mich auch schon mal richtig, also mir persönlich schon mal mitten in der Nacht mal richtig böse in den Arsch getreten, weil ich einmal so losgelegt habe und der so gestunken haben muss. Ja, da hat sie auch gesagt, entweder du hast jetzt auf zu stinken oder ich schmeiß hier ins Wohnzimmer. Und sie war echt angepisst. Und sie wurde davon wach und wecken tut man meine Freundin gar nicht. Das ist, ja, Todesurteil. Definitiv. Und wenn man dann so bitterböse geweckt wird, dann ist sowieso Feierabend. Naja, sie meinen, sie tun es nie, aber wir wissen es doch besser. Oder es würde ja nie stinken. Dabei wäre es ja jedes Kleinkind nur die lauten stinken. Ja, nur die leisen stinken. Meine Freundin furzt auch neben mir. Hm? So muss es aber auch sein, finde ich. Wir sind da nicht so, oh, bloß ich rülpsen und furzen. Das macht man nicht. Wir sind da uns, mein Gott. In der Öffentlichkeit würde ich es auch nicht machen, aber so, da uns, mein Gott. Ist doch normal. What? Der ist mir zu viel. Hat bestimmt weh. Dam. Oh, geil. Ich liebe die Zitate, die sind so geil. Nein, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Also, in der Öffentlichkeit alleine muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Vielleicht auch rumblähen wie so ein Erdkröte. Aber ich sag mal so, ich würde auch niemanden doof angucken, der das macht. Ich würd nur loslachen oder so. Vermutlich. Nein, nie wieder, sag ich, du. Ich hatte schon mal einen Blähbauch. Tatsache schon mal eine S-Bahn gehabt, auf dem Heimweg von der Arbeit. Und das hat sich so böse angesammelt und dann konnte ich wirklich nicht mehr. Dann kam es wirklich raus und zwar leise. Ich bin aufgestanden, ausgestiegen und im Waggon weitergelaufen. Also wer auch immer in meinem Abteil saß, Ruhe und Frieden. Das war für die Person gewesen. Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Ich hab's. Da wollte ich den Menschen den Gefallen tun, nicht gleich loslegen, weißt du, aber ich hatte so einen kleinen Schieben irgendwie rauszudrücken. Nein, habe ich angesammelt und dann voll die Ladung losgelassen.
bitter gewesen sein. Glück. Gleich geschafft, komm. Und hoch mit dir. Na, das fängt hier an, dir Spaß zu machen. Kannst du auch mich hochschmeißen, wenn du willst, Mädel. Das will ich sehen, wie ich dabei anstellst. Einfach schwimmen, hey, schwimmen, schwimmen. Marco. Wirklich? Na komm. Nein. Marco. Polo. Landratte. So unprofessionell. Oh, okay, bei so einer bösen Verstopfung habe ich selber nie gehabt. Bin ich so ein Mensch, der mal 3 Tage nicht, sag ich mal, groß muss. Und dann kommt, ja, erstmal eine Stunde Sitzung. Aber richtig böse Verstopfung habe ich nie gehabt, muss ich sagen. Zum Glück nicht. Also ich habe schon ganz, ganz schlimme Geschichten davon gehört. So eine Erfahrung, auf die ich verzichten könnte. Die ich nie haben muss. Noch mehr klettern. Ja, so ist das doch immer. Das glaube ich. Wie müssen wir da hoch, aber wie? Ach da, Mann, ey. Ich bin doch gerade wieder ein Blindfisch, ne? Meine Herren, du. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur 2 oder 3. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Das Zeichen. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oha. Ach, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Na so. Verdammt, pass auf. Easy. So ein Mist. Scheiße. Hier, ich hab dich, gib mir die Hand. Geh schon. Oh. Los, weiter! Trophäe, nice. Alles klar. Oh nein. Holy shit. Alles okay? Ja, alles okay. Nein, nicht den auf. Das stimmt.
nicht den Aufzug. Aufzug im Brandfall nicht benutzen, ne? Holy shit! Oh! Deckung! Verdammt, was tun die da? Das ist nicht gut. Verdammt! Hey, das Klau in Ruhe! Das hält mal Blockbuster. Da waren wir beinahe drin. Eieiei, du. Man kann von dem Game halten, was man will, aber Gameplay-Szenen gut in Szene setzen, im wahrsten Sinne, tut's alle mal. Hier lag, na los! Ist schon filmreif, auf alle Fälle. Na los. Aber ich finde, die müssen nicht von jedem Game einen Film machen. Also ich muss sagen, anscheinend ist es gut so, wie es ist. Ein Film würde es nur versauen, würde ich meinen. Ich sehe ihn. Er haltet sie im Blick. Eine Brücke, cool. Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Junge, Drake, kriegst du doch hin? Ah, geht doch. Oha. Mist! Mist! Snake, pass auf! Oh! Der Kerl lässt nicht locker! Runter! Gut, Leute. Jetzt gibt's einen kleinen Bosskampf, aber nicht mehr jetzt und nicht mehr heute. Den machen wir morgen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wer noch kein Follow da gelassen hat, kann gerne ein Follow da lassen. Hat man nichts zu meiner Wichtigkeit oder anschaut, dass es verpasst. Genau, Loki hat recht. 22 Uhr. Und wie immer, wenn ich das Ganze schön mit dem Cliffhanger, damit jeder wieder einschalten kann, wenn er Lust hat. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr was verpasst habt, oder übrigens, schaut bei YouTube rein. Da findet ihr den ersten Teil und den zweiten Teil. Die erste Folge vom zweiten Teil. Und zwar die letzte Stream. Dann würde ich sagen, haut rein mit einem Grinsen. Wunderschönen Abend euch noch. Tschüss.